Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen was von dem Außenring des alten Lagers erkundet und haben schließlich bei Fingers hier unsere erste Fertigkeit gelernt, und zwar das Schlösser öffnen. Und mal schauen, vielleicht können wir das ja in dieser Folge schon zum Einsatz bringen. Es ist schon wieder ein Gewitter. Wie auch immer. Wir gucken uns jetzt mal weiter hier im Lager um und gucken mal, ob wir nicht die ein oder andere Quest schon abschließen können. Vor allem möchte ich hier noch mit einer bestimmten Person reden, und zwar Scatty müsste das sein. Ich glaube schon. Genau. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Ich will wetten. Aber im Moment findet kein Kampf statt. Der nächste Kampf ist in ein paar Tagen. Er wird vorher angekündigt. Ich glaube, ich habe hier in Gothic noch nie auf einen Kampf gewettet, weil ich irgendwie nie mitbekommen habe, wann irgendwie ein Kampf stattgefunden hat. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, und genau deswegen ist dieser Scatty sehr interessant. Er kann uns Einhänder auf Stufe 1 bringen für 50 Erz und 10 Lernpunkte. Wir haben momentan noch nicht genug Erz und keine Lernpunkte. Deswegen bringt das nicht so viel. Aber hast nicht du schon wieder. Plan, wo du hin willst? Lass mich in Ruhe, Matt, ganz ehrlich. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich den Falschen schlage. Komm, verschwinde. Genau, renn weg. In die Arena oder so, keine Ahnung, vielleicht wirst du dann da getötet. Nein, auf jeden Fall ist Scatty deswegen halt sehr interessant, eben weil er uns Einhänder auf Stufe 1 trainieren kann. Und das wird eines der Dinge sein, die wir bald lernen werden. So, wir könnten jetzt hier noch mit Gorhanis und Kyrgo und dem anderen aus dem neuen Lager reden. Das bringt aber aktuell noch nicht sehr viel. Ich werde die Quest auf jeden Fall machen, dass ich die einen hiervon besiege. Aber die sind momentan noch viel zu stark. Die werde ich nicht klein kriegen. Deswegen lasse ich das erstmal. Wobei, ich werde vielleicht noch mit dem ein oder anderen ein bisschen reden. Mit dem Gorhanis zum Beispiel. Aber kämpfen eben noch nicht. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Du kämpfst in der Arena. Das hatte ich gerade schon. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Ja. Damit haben wir jetzt jemanden aus dem dritten Lager und dem damit auch letzten Lager hier im Bunde in der Kolonie kennengelernt. Und zwar einen aus dem Sekten- bzw. Sumpflager, wie es so oft genannt wird. Und irgendwie backt er sich gerade rum. Wie auch immer, reden wir nochmal mit dem aus dem alten Lager. Vielleicht hat der ja noch ein paar interessante Sachen zu erzählen. Kyrgo, na? Dürfen wir dich bei deinem Training unterbrechen? Das ist aber schön, wie du hier für uns tanzt, ohne das Schwert. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kyrgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei, aber ich habe schon einen Kampf gewonnen.
Ja, ich fordere euch zum Kampf in der Arena. Das lassen wir erstmal. Da kümmern wir uns später drum. Ich rede nochmal schnell hier mit Karim aus dem neuen Lager, aber ich glaube, der hat nicht wirklich was zu erzählen. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Na, das wage ich aber zu bezweifeln. Also ich meine, du magst zwar gut sein, aber du bist definitiv nicht der Stärkste hier im Lager. Also, ja, das werden wir aber später noch sehen. Das wird noch einige Zeit dauern. So, wir schauen uns erstmal hier um. Ich glaube, da oben war ich schon, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gucke mir erstmal hier unten um, denn hier ist etwas, was ich gerne haben möchte. Man kann sie vielleicht schon hören. Oder auch nicht. Habe ich die beim letzten Mal schon geholt? Dann habe ich die beim letzten Mal schon geholt. Die Fleischwanzen. Dann war ich da oben auch schon. Habe ich noch einen Dietrich? Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich alles schon gemacht habe. Denn ich habe zwischendurch schon mal eine Folge aufgenommen. Und die ist mir leider abgeschmiert. Deswegen konnte ich die nicht zu Ende bringen. Aber ich habe noch einen Dietrich dabei. Das heißt, ich war definitiv noch nicht hier drin. Hier ist nämlich, keine Ahnung, ob das eine bewohnte Behausung ist. Ich habe hier noch nie jemanden gesehen, der hier reingegangen ist. Aber, was sehr interessant hier dran ist, ist diese Truhe. Die ist verschlossen. Ja. Und wir können sie nicht aufmachen. Wir können jetzt aber mit unserem Dietrich probieren. Ja, das hört sich gut an. Ich habe einmal nach rechts gerückt. Und nochmal nach rechts und der Dietrich ist abgebrochen. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Wir haben immer noch eine 50% Chance, dass der Dietrich abbricht. Und das war es wohl leider. Wir müssen uns mal merken, dass das erste rechts war. Also man muss immer eine Rechts-Links-Kombination machen. Und je nachdem, wie stark das Schloss ist, halt verschieden oft rechts-links. Und ja, mit 50% Versagen ist es immer noch relativ schwer, Schlösser aufzukriegen. Vor allem, da wir momentan noch nicht so richtig an Dietrich herankommen. Hier hinten werde ich wahrscheinlich später erstmal weitergehen. Wir gehen erstmal hier hoch und gucken uns an. Das hier ist das Südtor vom alten Lager. Von dem hat uns ja auch schon jemand erzählt. Das ist der umgestürzte Turm. Man sieht, da oben ist er abgebrochen. Und jetzt blendet die Sonne natürlich nur so ein bisschen. Ich guck mal, dass ich die hinter den Turm bringen kann. Naja, mehr oder weniger. Egal, man erkennt auf jeden Fall, dass da mal ein Turm in die Höhe geragt hat. Genauso wie da drüben. Und der ist leider hier runtergekommen. Ja, nicht so gut. Aber was will man machen? Ich glaube, das hier ist der... Ist der zwei Stücke zerfallen? Weil ich glaube, das hier ist der Rest. Das da ist doch die Spitze. Dann war ich doch gerade eben unten drin. Egal. Seid ihr interessante Leute? Nein, ihr seid nur normale Buddler. Na gut, dann gehen wir mal aus dem Südtor hinaus. Denn da sollen ja ein paar Höllenpilze sein, die wir für Snuff besorgen sollen, zusammen mit den Fleischschwanzen. Und ich sehe, wir haben tatsächlich fünfmal Wanzenfleisch. Also habe ich die anscheinend tatsächlich in der letzten Folge schon getötet. Na gut, aber hier draußen war ich noch nicht. Ein paar Waldbeeren und Höllenpilze, sehr gut. Und da unten haben wir eine kleine Mole-Rat-Kolonie. Ja, mal schauen. Ich überlege gerade, ob ich die schon herausfordern soll. Erstmal sammle ich hier auf jeden Fall noch ein paar Pilze. Ein bisschen Sklavenbrot haben wir auch noch. Das ist an sich auch ziemlich gut zum Heilen, zumindest am Anfang. Wir können uns mal angucken, was das heilt. Ja, wir haben hier einmal die Höllenpilze. Die heilen nur, die bringen nur einen Lebensenergiebonus von 6. Also an sich nicht besonders effektiv. Allerdings das Sklavenbrot bringt schon einen Bonus von 15. Genauso viel wie gebratenes Fleisch. Also ist das gar nicht mal so schlecht, die zu sammeln. Die Pilze da unten würde ich auch gerne noch haben. Und wisst ihr was? Ich werde mal speichern. Und dann schaue ich mal, dass ich die Mole Rats besiegen kann. Ich bin gespannt. Eigentlich ist das schon möglich jetzt. Allerdings nur, wenn ich mich geschickt anstelle. Ja, es ist schon mal sehr gut, dass da eine rauskommt. Na komm her. Nein! Stirb. Sehr gut. Die erste haben wir schon mal. Ich muss hier in die Offensive gehen, sonst werde ich ganz schnell sterben. Schlag doch schneller zu. Schlag zu! Nein! Okay. Ich glaube, ich muss mich mal heilen. Das Problem ist nur, dass uns das Viech verfolgt. Na? Das wird jetzt ein Star-Duell. Wer als erstes blinzelt, verliert. Komm her. Töte sie. Jawohl, sehr gut. Das hat wunderbar geklappt. Das habe ich nämlich beim letzten Aufnahmeversuch nicht geschafft. So. Jede Menge Fleisch, das ist schon mal gut. Man sieht schon, die erwachsenen Mole Rats bringen
2 Fleischkeulen pro erlegten Tier, während die alten, die Jungen nur ein Fleisch gebracht haben. Also ist das schon mal super. Und die haben natürlich auch wesentlich mehr Erfahrung gegeben. Ich habe jetzt leider nicht genau darauf geachtet, wie viel. Ob das überhaupt angezeigt wurde, ich weiß es gerade nicht. Egal. Ich blute schon wieder. Ich werde mal ein bisschen Sklavenbrot essen. Ich bin zwar kein Sklave, ich bin nur ein Gefangener, das ist auch nicht viel besser, aber ich will ja hier nicht bluten wie sonst was. Ich meine, sieht irgendwie schon ein bisschen bescheuert aus, wenn hier alles rot gefärbt ist. Was haben wir denn hier? Ein toter Gardist. Ja, wer wird das wohl sein? Guck mal, was er dabei hat. 10 Erzbrocke, die nehmen wir mal an uns. Und was haben wir da? Amulett des toten Gardisten. Der Name Neck ist auf der Rückseite eingraviert. Schutzwaffen 5. Ja, jetzt wissen wir, was mit Neck passiert ist. Denn da hat sich ja der eine Gardist schon drüber beschwert, dass er jetzt Necks Schutzgeld einsammeln muss. Und das nicht kann, weil Neck vorher nochmal ordentlich abkassiert hat. Und Snuff hat ihn ja zum Pilzesammeln geschickt. Und wahrscheinlich ist er diesen Mole-Rats unterlegen gewesen. Und die haben ihn dann so ein bisschen massakriert und in ihre Höhle geschleift. Tja, schlecht gelaufen. Aber wir haben jetzt hier so ein tolles Amulett. Schutz vor Waffen 5. Das rüste ich direkt mal aus, denn das bringt schon einiges am Anfang. Noch ein paar Pilze. Aber es ist schon erstaunlich, dass er Gardist ist und sich von 3 Mole-Rats hat erlegen lassen. Vielleicht hat er auch mehr dahinter gesteckt. Vielleicht haben ihn ja irgendwelche aus einem anderen Lager irgendwelche Banditen niedergeknüppelt und dann den Mole-Rats zum Fraß vorgeworfen oder so. Äußerst mysteriös. Ein paar Heilkräuter, ein Apfel, Nachtschatten. Was macht denn der Nachtschatten? Schauen wir uns das mal genauer an. Na, erstmal gucken wir uns die neue Waffe an, und zwar die verwitterte Axt. Die hat zwar nur einen Schaden von 1 mehr und benötigt weniger Stärke, was uns gerade völlig egal ist, aber ein Schaden mehr ist ein Schaden mehr, ne? Und so eine Axt ist natürlich auch cool. Auch wenn sie ein bisschen verwittert ist, aber egal. So, Nahrung. Wo haben wir denn? Ist das da oben ein Nachtschatten? Nein, das ist das Orkblatt. Heilkräuter, Nachtschatten. Lebensenergiebonus 22. Nicht schlecht. Das nehme ich doch gerne an mich und ich werde mal speichern. Jetzt, nachdem ich die Mole-Rats erlegt habe, das ist schon ein kleiner Erfolg. Den möchte ich nicht wieder verlieren. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes in der Gegend? Vielleicht hier hinterm Baum noch ein paar Pilze oder so? Ah, nee, leider nicht. Schade. Da sind noch Pilze. Die habe ich ganz vergessen. Oder ganz übersehen. Immerhin 2 nur, aber ein Sklavenbrot sogar dabei. Ja, in die Richtung. Da werden auch noch ein paar Pilze und Pflanzen sein, aber da möchte ich jetzt erstmal noch nicht weitergehen. Denn da werden uns Scavenger erwarten, höchstwahrscheinlich. Und auch wenn ich jetzt hier die erwachsenen Mole-Rats schon besiegen konnte, werde ich mich mit erwachsenen Scavengern auf keinen Fall anlegen. Zumindest jetzt noch nicht. Bald schon, wenn ich ein bisschen stärker bin, aber aktuell werden die mich einfach besiegen. Später können wir durch eine Gruppe von Scavengern einfach so durchlaufen. Aber momentan... Hey du! Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was? Ich bin doch gerade aus dem... Kein Wunder, ich bin auch erst seit kurzem da. Dann pass gut auf dich auf. Die Welt da draußen ist ziemlich gefährlich. Nur im Lager bist du sicher. Ich bin doch gerade durch das Tor rausgekommen. Warum hast du mich da nicht gesehen? Sehr seltsam. Na gut, der hat nichts mehr zu sagen. Vielleicht hat die andere Torwache ja noch was Interessantes zu sagen. Hi. Na? Hi. Beweg deinen Arsch. Rein oder raus, mir egal. Hauptsache, du stehst mir nicht vor der Nase rum. Ja, sehr freundlich. Na gut, gehen wir mal wieder hier rein. Ich muss mal eben gucken, was für Quests wir alles haben. Verschwundener Gardistia, den haben wir gefunden. Für Snuffs Rezept haben wir jetzt auch genug. Prüfung des Vertrauensauftrag von Torus. Ja, noch nichts, was uns jetzt besonders weiterhilft. Ah, ein neues. Ach, Jackal. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erzmann, das ist nicht viel. Kann schon sein. Tja, wir kommen hier ins Lager rein und schon werden wir Schutzgeld erpresst. Und was bekomme ich dafür? Solange du in meinem Viertel bist, passe ich auf dich auf. Wenn du mal Ärger mit Typen aus dem neuen Lager haben solltest oder mit einem der Sektenspinner, die dir die Backe voll quatschen, kannst du auf mich zählen. Wenn du dich mit einem Buddler anlegst, helfen wir dem, der gezahlt hat. So einfach ist das. Und wenn beide gezahlt haben? Dann sehen wir uns die Show an. Aber oft kommt das nicht vor. Tja, und wenn ich nicht zahle? Und wenn ich nicht zahle? Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Zieh dich mal ein bisschen um.
Sammel erstmal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Wir sehen uns später. Also, wir sehen uns später. Glücklicherweise hat es, zumindest so ich, soweit ich weiß, keine negativen Folgen für uns, wenn wir Jakar das Schutzgeld nicht geben. Das wäre auch glücklicherweise nur eine Einmalzahlung von 10 Erz. Also da drüben in dem Viertel, beziehungsweise eigentlich sind es eher ja Drittel, soweit ich das überblicke. Weil es gibt eigentlich nur 3 Schutzgeldbezirke. Und da drüben bei dem, der Neck gesucht hat, der nimmt uns kein Schutzgeld ab. Das ist schon mal sehr gut, da können wir uns gut aufhalten. Hier, Jakar nimmt uns einmal Schutzgeld ab, aber wir werden noch sehen, wenn wir in das letzte Viertel bzw. Drittel kommen, da hinten, da ist ein ziemliches Arschloch, das Schutzgeld abnimmt. Der nimmt uns wirklich jeden Tag 10 Erz ab, wenn wir da langkommen. Und der Schutz hält halt auch nur für einen Tag. Und wenn wir bei dem das Schutzgeld ausschlagen, ja, ihr werdet schon noch sehen. Gucken wir erstmal, was wir hier noch so weitermachen können. Ich werde erstmal das Fleisch braten, das ich bekommen habe. Denn Fleisch ist immer gut. Ich könnte sowieso bald mal wieder was essen. Aber nur gut. Lalalala. Wunderbar. Dann schauen wir uns mal hier um. Was haben wir denn hier? Mordrak. Hey, Neuer. Ich bin Mordrak. Meinen Namen solltest du dir merken. Ich kann dir gute Ware aller Art günstig verkaufen. Ja, war das nicht der, den Torus aus dem Lager haben möchte? Fragen wir ihn erstmal nach seiner Ware. Such dir was aus. Kann ja sein, dass er was Interessantes hat. Was hat er denn? Zähne bringen uns nichts. Ein Becher ist auch egal. Schüssel, bla bla. Fackeln haben wir selber 3 Stück. Das ist auch egal. Erz wäre interessant. Dietriche. Oh, Dietriche sind besonders interessant. Essenz heilender Kraft. Wie viel willst du denn dafür haben? 25? Das ist mir jetzt eigentlich zu teuer. Da habe ich stattdessen lieber Fleisch. Pfeile, bla bla bla. Also was interessant ist, sind die Dietriche. Dafür will er 20 Erz haben. Ich schau mal, was wir ihm dafür anbieten können. Wir haben jede Menge Schwerter. Ja, man sieht schon, das Schwert hat einen Wert von 12 und wir geben es ihm und kriegen leider nur die Hälfte davon. Ist ein bisschen blöd, aber kann man nichts machen. Ich glaube, es gibt auch keine Möglichkeit, das Geld, das man für Waren kriegt, zu erhöhen. Und das ist halt ein bisschen doof. Vor allem, weil wir jetzt nur noch so Sachen haben wie Spitzhacken, die uns dann nur noch ein Goldstück bringen. Oder so Knüppel mit einem Goldstück. Aber immerhin Pfeile, die können wir noch gut draufwerfen. Ja, 2 Niedriche für die ganzen Waffen, die ich nicht mehr brauche. Das ist schon ein gutes Geschäft. Machen wir das doch mal. Ich werde gleich weiter mit Mordrak reden. Ich möchte einmal versuchen, ob ich jetzt die Truhe, die in diesem Turm hier drin ist, aufbekomme. Das wäre nämlich schon schön. Ja. So, angefangen hat das mit einmal rechts, ne? Das hört sich gut an. Dann weiter rechts ist der abgebrochen. Also einmal nach links, nochmal nach links. Okay, nach rechts. Verdammt. Okay, rechts, links, links, nochmal links. Und sie ist offen, wunderbar. Eine Spitzhacke, etwas gebratenes Fleisch und na, immerhin eine Essenz heilender Kraft. Dafür hat sich das relativ gelohnt, dass wir daran 2 Dietriche verschwendet haben. Also ich denke mal, ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, noch mehr in Schlösser öffnen zu investieren. Ich meine, wir kriegen dann eine 90% Erfolgschance, wenn wir noch die nächste Stufe erhöhen. Allerdings gibt es jetzt auch nicht so viele Truhen, die wir öffnen können. Außerdem, man hat gesehen, die Triche kosten nur 10 Erz. Und es würde uns 20 Lernpunkte kosten, die nächste Stufe zu erreichen. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen viel. Also Stufe 1 schön und gut. Aber, naja. Rede ich jetzt mit Mordrak oder gehe ich erstmal weiter in das Lager hinein? Ich glaube, ich rede erstmal mit Mordrak. Mordrak. Ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll. Oder ganz deutsch, Mordrak. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Tolle Aussicht hier, diese Glatze. Die Kurier der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten.
Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Ja, dann erzähl mir doch mal ein bisschen was über das neue Lager. Ich meine, du kommst von da, du kannst mir sicher mehr erzählen als hier irgendwelche Butler oder Schatten. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Ja, klingt ja schon mal erstmal nicht schlecht, ne? Also ich hatte jetzt auch nicht vor, mein ganzes Leben hier in dieser Kolonie zu verbringen. Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Also ich glaube, es ist wesentlich intelligenter, wenn wir jetzt ihm sagen, dass er uns zum neuen Lager führen soll. Weil zum einen bringt er uns zum neuen Lager, ohne dass wir uns irgendwie mit wilden Bestien auseinandersetzen müssen. Und bringt uns direkt Kontakte da. Und zum anderen ist er damit aus dem alten Lager heraus und wir haben den Auftrag für Torus ziemlich leicht ausgeführt, ohne uns mit ihm wirklich anlegen zu müssen. Also machen wir das doch einfach. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. Ja, das sage ich mir nicht zweimal lassen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ja. Gut, gut. Das Schöne ist, Mordrak wird uns jetzt zum neuen Lager führen. Und alle Kreaturen, die er in dieser Zeit bekämpft, die halt auf unserem Weg lauern, wird einmal er bekämpfen, was schon mal sehr schön ist. Und wir bekommen die Erfahrung dafür, ja. Also am Anfang habt ihr gesehen, als der Gardist den jungen Scavenger getötet hat, weil er ihn irgendwie bedroht hat und er zu nah bei ihm dran war. Der hat uns keine Erfahrung gebracht. Und das ist auch normalerweise so. Und warum laufen da hinten Templer lang? Interessant. Oh, Waldbären. Die nehme ich jetzt einfach mal mit. Nein, nicht ihr sollt die... Nein, jetzt bringen die Scavenger um. Das ist Erfahrung für mich. Ja. Dankeschön, dass ihr die Scavenger getötet habt. Das wäre jede Menge Erfahrung für mich gewesen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe jetzt sowieso genug für eine Folge aufgenommen. Ich werde hier das Video an dieser Stelle beenden. Und werde nochmal den Speicherstand laden, als ich die Mole Rats besiegt habe. Und dann nochmal reingehen und Mordrak die Dietriche abkaufen, die Kiste da aufmachen. Und beim nächsten Mal werde ich dann vor Mordrak anfangen. Und erstmal ein bisschen was anderes machen. Also, was weiß ich, noch ein bisschen das Lager erkunden. Und werde dann später zu Mordrak gehen und dann mit ihm hier lang gehen. Weil das kann einfach, dann sind nämlich die Templer hoffentlich nicht mehr da. Weil das kann einfach nicht angehen, dass die hier die Scavenger abschlachten. Also wirklich abschlachten. Und ich krieg zwar dann noch das Fleisch, was sie dabei haben, aber ich will halt die Erfahrung haben. Das ist, ich weiß nicht, wie viel die bringen. Ich glaube 100 oder 50, aber das, selbst wenn es nur 50 sind, das sind 200 Erfahrungen. Das sind am Anfang richtig viel. Und wie gesagt, Mordrak gibt uns die Erfahrung, wenn er die Scavenger tötet. Und ja, das möchte ich mir leider nicht entgehen lassen. Oder lieber nicht. Was heißt leider? Egal. Wie auch immer. Ich hoffe, es hat trotzdem ein wenig Spaß gemacht, auch mit dem Fail jetzt hier am Ende mit den Templern, die übrigens zum Sektenlager gehören. Und ja, genießt noch diesen Ausblick auf den Turm mit dem schönen wolkenverhangenen Himmel, so wie es hier im echten Leben auch aktuell ist. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut!